Meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play oder vielleicht auch größeren, je nachdem wie es euch gefällt. Und zwar Ready for Takeoff A320. Das ist der neueste Streich aus dem Hause Aerosoft und zwar ein Flight Simulator für Einsteiger. Ich habe das glaube ich schon irgendwann mal gesagt, dass ja Aerosoft an einem Flight Simulator arbeitet, der sich eher für die Noobs im Endeffekt, ne? Der eher so für die Noobs gedacht ist, ne? Und da halt einfach einen Gegenpol dazu hat, beziehungsweise so ein Einsteiger-Ding, bevor man sich an den Microsoft Flight Simulator setzt. Und ich habe heute überraschend einen Key bekommen, beziehungsweise angefragt, ey, willst du das zeigen? Und ich habe gesagt, ne, klar. Ne? Und das Ganze befindet sich aber auch noch in der Beta. Das kommt wohl Ende des Monats irgendwann raus. Und ja. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wie gesagt, ist ein Beta-Stadium, ist aber schon in Deutsch, was sehr schön ist. Es ist halt wirklich für Einsteiger gedacht. Das sollte ich halt unbedingt beachten. Ich meine, ich finde das gut. Ich kam mit dem Flight Simulator nie zur Rande. Das war mir zu kompliziert. Deswegen bin ich da eigentlich hier zufrieden, dass das jetzt hier eher für Einsteiger ist. Beziehungsweise so vielleicht einfach für Casualer. Schauen wir halt einfach mal. Wir spielen das Tutorial. Und ja, erstellen Sie jetzt ein Spielerprofil. Oh, okay. Wir gehen auf Profil 1 und nennen das Ganze Sachse. Okay, Spielstunden. Ja, das läuft sogar schon, das finde ich gut. Rang noch gar nichts. Okay, dann gehen wir auf Zurück und dann gehen wir auf Tutorial. So, ich bin auf jeden Fall gespannt. So, herzlich willkommen. Sie befinden sich auf dem Pilotensitz einer Brechef Bacon. Okay. Und werden das Spiel nun kennenlernen. Das Spiel wird während der Einblendungen eines Textfensters immer pausiert, so wie jetzt auch. Damit Sie alles gelesen haben, dann schließen Sie das Textfenster. Mach ich. Wunderbar, Sie haben die Infoliste bemerkt, ja, die sich von unten in den Bildschirm geschoben hat. Ja, wenn er das meint, ja. Ja, dort wird Ihnen die aktuelle Aufgabe angezeigt. Das ist schön. So, nun können Sie sich im Cockpit umsehen. Drücken Sie und halten Sie die linke Maustaste und bewegen Sie die Maus. Okay. Aha. Aha. So, es gibt neben der Cockpit-Kamera auch eine Außenkamera. Drücken Sie C, um durch die Kameras zu schalten. Hinweis, beim Airbus A320 gibt es auch noch eine Passagierkamera. DPI-MIS, okay. Ah ja, also an so einer kleinen, ist das nicht so Cessna-mäßig irgendwas? Keine Ahnung. Okay. So, nun geht es aber los. Hören Sie den Funkverkehr zu und achten Sie auf die Infotextleiste. Dort wird immer Ihnen die nächste Aufgabe angezeigt, okay? Request Startup. Cost Delivery. Delta India November Papa Lima. With Information Golf Request Startup. Delta India November Papa Lima. Oh, hi. Delta India November Papa Lima. Startup approved. Clear to Antalya. Light plant route. Initial climb 4000 feet. Squawk 0432. Delta India November Papa Lima. Ground on 1-1 Decimal 7. Ground from cockpit. Go ahead. Ready for engine start. All engines clear. Gut, ich habe bis auf Papa Lino nichts verstanden. So, starten Sie den Motor mit I. Okay. Aber hübsch sieht's aus. Ja, macht sogar einen Augenzwinkern. So, beide Motoren laufen. Sehr gut. Nun müssen Sie zur Take-Off-Position fahren. Der grüne Richtungspfeil weist Ihnen den Weg dorthin. Zur weiteren Hilfe können Sie auch die farbigen Wegpunkte mit der Taste X hinzuschalten. Schalten Sie mit der Taste X die farbigen Wegpunkte hinzu. Request Taxi. Ground, Delta in November. Ja, das ist ja das, ja. Request Taxi. So, drücke H, um die Parkbremse zu lösen. Beschleunigen Sie mit 2, nehmen Sie mit 1 Gas weg, steuern Sie mit den Seitenrudern Q und E nach links und rechts. Um scharfe Kurven sollte man mit B bremsen. Ach du Heimatland, also H. Delta in der November, Papa Lima. Follow the greens holding gut, also H, Bremse lösen. Mach ich, dann. Passagieren Sie weg, fahren Sie den Takeoff, beschleunigen Sie mit 2. Und mit Q und E. Okay. Mit 1 nehme ich Gas weg. Okay, gut, soweit verständlich. Bäh. Okay, soweit verständlich. Soweit verständlich. So.
Ja, gut, Spielrandbegrenzung ist, das ist immer so eine Sache. Warum haben das so viele Spiele heutzutage nicht mehr? Okay, gut, dann werden wir jetzt da einfach mal hinrollen, ne? Bis jetzt sieht ja alles okay aus. Grafik her muss ich sagen, ja, soweit eigentlich auch ganz in Ordnung, ne? Wir befinden uns ja eh größtenteils in der Luft. Ist alles easy, oder nicht? Also, wie kann ich das sogar noch erhöhen mit R2 oder was? Ach, da mache ich die Regler da unten links, okay. Verstehe. Gut, jetzt sind wir mal so minimal schneller hier. Dass wir hier jetzt nicht komplett wegtrüdeln. Und abheben werden wir hier damit eh noch nicht. So. Ja, so, gleich an der Rollbahn. Na, okay. Also bitte mittelwärts schalten hier. Ist aber ein kleines süßes Flugzeug. So. Delta in your November, Papa Lima. Tower on 118.775. Tower, Delta in your November, Papa Lima. Holding short, we are ready. Delta in your November, Papa Lima. Line up and wait. Delta in your November, Papa Lima. Line up and wait. Line up and wait, hervorragend. Gut, Sie haben die Startposition erreicht. Sie können nun auch einige Hilfen anschalten, die, wenn Sie ein leichteres Flug, um einen leichteren Flug zu haben. Drücken Sie wieder die Taste X, um durch mögliche Hilfen zu schalten. Schalten Sie mit Taste X die farbigen Wegpunkte hinzu. Okay. Nun sehen Sie eine grüne Linie, welche die Wegpunkte miteinander verbindet. Das ist da oben links, ja. Drücken Sie Taste X, um noch weitere Hilfen zuzuschalten. Schalten Sie mit der Taste X die farbigen Richtungspfeile hinzu. Aha. Delta in your November, Papa Lima. Clear Takeoff. Delta in your November, Papa Lima. Clear Takeoff. So, gut. Nun sind Sie gut vorbereitet zum Takeoff. Geben Sie Vollgas und genügend Geschwindigkeit. Ja. Takeoff. Takeoff. Na dann, geben wir Vollgas. Drücke A, um die Parkbremse zu lösen. Machen wir. Bäh. Und wie hebe ich ab? Rotate. So, Achtung, die Geschwindigkeit zum Abheben ist erreicht. Drücke Z, um abzuheben. S, okay. Ja. Ah, funktioniert sogar. Positive Climb. Era. So, sehr gut. Sie sind bereits in der Luft. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten, sollten Sie sicher sehen, dass Sie die grüne Linie in der Luft nach oben weist. Diese grüne Linie ist eine Hilfe für den Kurs. Um am Ziel anzukommen, müssen Sie einfach immer nur dieser grünen Linie folgen. Denn sie verbindet die einzelnen Wegpunkte Ihrer Flugroute. Sollten Sie noch das Fahrwerk eingezogen werden? DG, ja. Okay. Gear up. So, das Fahrwerk ist eingefroren und konzentrieren Sie sich auf das Steigen. Versuchen Sie etwa, die Höhe der grünen Linie erreicht wird. Okay. Bin ich ja jetzt schon theoretisch drüber, sagen wir es mal so. Da oben ist ja das Ziel. Macht eigentlich meine Co-Pilot denn auch was? Nö, die sitzt einfach noch. Alles klar. So, mit A und D können Sie nach links und rechts rollen und mit B ist es irgendwie. Delta in your November, Papa Lima. Departure 125.8. Bye. Nur das Flugzeug sinkt leider Gottes von allein. Okay. Es hängt gerade. Warten wir kurz. Drücke D, um nach rechts zu rollen, um S, um wieder zu steigen. Okay. Und W ist halt einfach so nach vorne. Gut. Versteht sich dann von allein. Aber trotzdem sinkt das Flugzeug so mehr oder weniger nach hinten ab und es leckt.
Es leckt dann doch sehr stark, ja? Jedenfalls gerade noch. So, der Seitenbruder, welches Sie mit denen kann mit Q und E, ja, das kennen wir ja schon. Q und E. Wie gesagt, ist noch eine Beta, kann dementsprechend auch halt noch passieren. Sollte dann natürlich im fertigen Spiel nicht mehr vorhanden sein. Aber noch ist es so. Wo ich nicht so ganz verstehe, warum. Mein Motorsound hört man immer noch, nur das Gameplay kackt halt leider Gottes. Kackt halt leider Gottes ab. Aber auch wenn ich eine bestimmte Taste drücke, wie Q beispielsweise, geht's weiter. Was man halt auch nicht verstehen muss. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Q drücke, läuft's, lasse ich Q los, hängt's. Drücke ich Q wieder, geht's weiter, dann hängt's. Q, 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 Q. Ne? Das sind irgendwie keine richtigen Lags, sondern eher so. Ich weiß auch nicht, was für Lags. Auf jeden Fall sehr komische Lags. Aber ey, ich hab's nochmal durch die Markierung geschafft. Ja. Aber das Problem ist, Q bringt mir fast mal gar nichts, denn ich müsste eigentlich in die andere Richtung. Ne? Nur so zur Info. Und ich müsste auch minimal so mehr an Höhe gewinnen, liebes Spiel. Also man nämlich zum Beispiel schon an den Punkt hier vorbei. Tja, zack, lasse ich Q los, geht ja gar nichts mehr. Also müssen wir wohl dann permanent, muss ich halt permanent die Taste Q gedrückt halten. Ist jetzt sehr suboptimal, weil mein Router mich dann nach, also der, das Router mich dann nach links halt permanent swiped, aber okay, ich krieg das hin, denn ich bin bekanntermaßen Profi, was sowas angeht. Das ist jetzt über den ganzen Atlantikfluch? Also wofür fliegen wir überhaupt? Ne, wir fliegen unten durchs Mittelmeer, wie das aussieht, oder? Man weiß es nicht so genau, man weiß es nicht so genau. Aber sag, ich lasse die Kaste los und schon bleibt das Bild stehen. Ich weiß halt auch nicht, was mir diese Einblendung da halt auch sagen möchte, weil ich muss nicht nach links drehen. Ja, also der, hoppala, der Pfeil sagt mir, ich soll weiterhin geradeaus. Wir befinden uns ja auch weiterhin auf Linie. Sieht sehr gut aus, was wir da machen. Sieht wirklich sehr gut aus. Da vorne kommt dann irgendwann mal eine Linkskurve, ebenfalls so laut. Laut Navigerät da oben, ne? Da sind wir halt noch weit entfernt. Und er lässt es aber leider Gottes auch nicht zu, dass ich das Querruder wieder loslasse. Das will er nicht. Das will er halt einfach nicht. Sobald ich das loslasse, bleibt das Spiel stehen. Das ist aber mal ein lustiger Bug, ne? Das muss man ja mal lassen. Ich weiß so nicht, wie sowas passieren kann. Ich denke mal auch eher, das ist jetzt eher nur so ein Tutorial, weil man halt das Tutorial zeigen will, ey, mach das und das und greift halt einfach ein, wenn ich einen Fehler mache, dass nichts passiert. Ist allerdings, also jetzt gerade ist es halt nicht angebracht, weil ich nicht lenken muss.
Das ist so, na, wie soll man sagen, das allgemeine Problem hat er gerade an der ganzen Geschichte. Aber wir kommen ja. Wir kommen ja so mehr oder weniger langsam, hoffentlich in die Kurve. Die dürfte dann gleich hier vorn sein. Dann hoffe ich, dass einfach mal eine andere Einblendung kommt. Sodass ich eventuell das Ganze auch wieder loslassen kann. Und nicht permanent hier, keine Ahnung, in der Luft driften muss. Keine Ahnung, wie man das nennt. So, weil die Einblendung ist halt leider Gottes immer noch da. Und es lässt sich wirklich in dem Sinne, also allgemein das Fliegen, obwohl jetzt mal mit Bug, man merkt schon, es ist sehr arcade-lastig logischerweise. Gerade jetzt hier noch ein Tutorial, mal gucken, wie das danach handelt wird. Aber es ist im Vergleich, das Bild, was ich im Flight Simulator bis dato gespielt habe, natürlich komplett arcade-lastig, was aber gar nicht so verkehrt ist. Also die Modelle, jedenfalls jetzt von dem Flugzeug hier, das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Gerade für Einsteiger wird das wohl schon ganz nice sein. Ich muss mich allerdings, wie gesagt, gerade noch mit dem Bug rumschlagen. Wir driften halt so wunderbar hier durchs Geöffe. Ja, wir müssen auch noch weiter steigen. Aber jetzt soll eigentlich gleich die Kurve kommen. Eigentlich. Ich glaube, da vorne ist sie. Wir fliegen noch weiterhin mit 276 Kilometern pro Stunde. Haben bis jetzt Zeit zum Ziel 48 Minuten, Kilometer zum Ziel 230. Es wird sich trotz all dem, denke ich mal, auch am normalen Flight Simulator orientieren, was hier so zeittechnisch alles angeht, ne? Und bitte lass jetzt endlich diese Kurve kommen, dass eventuell ich das Q loslassen kann. Es nervt gerade. Es nervt gerade extrem. So, aber da vorne kommt die lang ersehnte Kurve. Danke, danke, danke. Ja. Wie gesagt, es bleibt halt wirklich stehen, sobald ich die Taste loslasse. Das ist gut gemeint, ohne Frage, aber ich glaube, das ist einfach zu früh. Diese Einblendung sollte hier vorne erst kommen. Dann wäre das nämlich auch sinnvoll, dass man halt die Kurve dann kriegt, wenn man halt nicht sofort weiß, was man machen soll. Obwohl es ja dementsprechend auch erklärt worden ist, aber ich bin jetzt die komplette gerade Linie hier so komplett links, so komplett quer geflogen. Ist ja auch nicht schön zu fliegen so hier, wenn ich permanent das scheiß Querruder nach links habe. Aber jetzt kommt die Kurve. Na, jedenfalls gleich, ich muss nur noch schnell den Punkt treffen. Ich muss ja auch permanent dagegen lenken, ne? Das ist ja das nächste Ding. Permanent immer wieder an Höhe gewinnen. Oder reicht die Leertaste? Leertaste ist nun verfügbar. Okay. So, Sie haben sicher den grünen Pfeil bemerkt. Er zeigt Ihnen die aktuelle Route zum nächsten Entwicklungsnehmen. Der grünen Linie weitere Hilfe. Erfahrene Piloten schalten diese Hilfe natürlich aus. Und fliegen nach Instrumenten, schalten sie nun mit X die nacheinander aus. Ah ja. Ich schalte erstmal den AP, den Autopiloten, ein. So, oha, und gut zurecht. Naja, eigentlich nicht. So, benutze A. Nutzen jetzt erstmal A und D, um hier wieder. Ja, jetzt hängt es wieder, warum auch immer. Moment, welche Taste habe ich gerade gedrückt, dass das Spiel gesagt hat, ey, mach mal so. Q, E, S. Jetzt ist es permanent A, oder was? Ja, das ist.
Das finde ich allerdings halt jetzt gar nicht so geil. Sie haben violette Linie geachtet, sie sind nach links gerollt, die violette Ziege zeigt nach rechts. Fliegen Sie den Kurs weiter und sehen Sie, was passiert. Erstmal müsste ich, oder würde ich ja mal gern. So, behalten Sie diesen Kurs bei und lasse die violette Linie nach rechts anzeigen. Ja, das ist die da unten. Ich muss auf Kurs kommen. Mal machen wir kurz den AP hier aus. Autopilot aus. Nun beginnt der Landeanflug. Der Autopilot wird dann immer automatisch ausgeschaltet. Jetzt übernehmen Sie den Steuerknüppel. Alles klar. Da haben wir gerade was übersprungen. Aber soll mir noch recht sein? Ich glaube, ich habe es so ungefähr verstanden. So ungefähr. Ist das Spiel hier zu hart eingegriffen? Also das war gerade. Das war nett gemeint, aber das hat zu früh eingegriffen. Das war dann eher mehr nervig als alles andere. Ich gehe mal in die Innenansicht. Das ist doch auch schön. So, kurz gucken, auf Kurs sind wir ja. Also kriegen wir wenigstens noch das Landen mit, was ja auch wichtig ist. So, noch 29, also 30 Kilometer im Endeffekt bis zum Ziel. Wir sind mit smarten 400 km/h unterwegs, das ist schon mal auch nicht verkehrt. Allerdings macht das Flugzeug auch manchmal wirklich so seine Eigenheiten. Im Sinne von, es steigt von alleine. Oder sinkt von alleine, whatever. Ob das nur Tastatur-Only-Problem ist oder nicht, das. Boah. Sei jetzt mal dahingestellt. Aber da vorne sehe ich ja halt schon im Allgemeinen das Festland. Und ja, da müssen wir jetzt nur noch so mehr oder weniger hinkommen. Aber es sind auch nur noch 23 Kilometer. Gut, bei der Geschwindigkeit, die wir hier auf dem Kessel haben, sollte das durchaus auch weniger das Problem sein. Und bis jetzt machen wir noch alles richtig, sonst hätte uns ja schon das liebe Spiel zu irgendwas verdonnert. Aber noch passt es scheinbar. Obwohl wir auch minimal immer schneller werden. Oder kommt mir das nur so, naja, nö, wir werden schon gut schneller, aber wir heben, also ne, wir steigen halt auch automatisch. Also wenn ich jetzt so nach unten gehe, der fängt sich dann trotz all dem automatisch, ihr seht es gerade, ne, und steigt wieder. Oh, noch 19 Kilometer, ich bin aufgeregt. Zumal ich hier noch keinerlei Flughäfen etc. pp. Erkennen kann, gut. Wir finden uns. So, Sie müssen stetig auf 3000 Fuß sinken. Benutzen Sie W, um zu sinken, und rotieren Sie in etwa an der grünen Linie. Okay, 3000 Fuß. Ja. Sind wir bei 4,7. Da kommen wir schon ohne Probleme hin. So, machen wir ja hier die Hilfen an. Wir können die Hilfen zwar ausschalten, ne? Das sieht das Ganze so aus für Profis. Aber wir sind ja keine Profis in dem Sinne. Wir sind ja noch im Tutorial. So. Aber ich freue mich auf diesen Airbus da, diesen A320. Das ist ja, glaube ich, auch schon eine mächtige Maschine. Das kann lustig werden. So, ja, weiterhin alles easy, 3,5, ne, sind wir bald da, dann müssen wir einmal scharf links und auch das soll dann der Flughafen, oder? Man kennt es zwar noch nicht so wirklich, aber wird wohl schon so stimmen. Ja. Und jetzt sind wir auf 3000 Fuß.
Das ist immer sogar schon niedriger. So. Da haben wir hier einen schönen Punkt erreicht. Da müssen wir scharf links. Eieiei. Ja, das geht bei 400 km/h geht das dann doch schon ein bisschen schneller als erwartet. Gebe ich zu. Gut, ihr hättet schon mit dem Querruder steuern können. So. So, jetzt müssen wir stetig auf 2000 sinken. Ja, Standard. So, wir können mit ausgelanden, also fahren Sie G aus. Jetzt müssen Sie auf 1500 sinken bei der Landung. Kann Ihnen was API? Das API-System behilflich sein. Die Lichter zeigen Ihnen an, ob Sie zu hoch oder zu tief fliegen. Okay. Viel zu hoch. Zu hoch. Genau richtig. Zu tief. Viel zu tief. Alles klar. Verstehe, wo habe ich die Lichter? Da vorne oder wie? Oder wo oder was? So, jetzt müssen sie stetig auf 1000 sinken. Ja, ist in Ordnung. Da sehe ich nicht gerade viel von diesen AP-Systemen. Also jedenfalls jetzt noch nicht. War ich überhaupt richtig? Ja, also fliege ich in dem Sinne. So, jetzt müssen wir auf 800 Fuß. Ja, immer noch. Delta in der November, Papa Lima. Contact Tower on 119, Decimal 9. Delta in der November, Papa Lima. Tower on 119, Decimal 9. Tower, hello. Delta in der November, Papa Lima. Delta in der November, Papa Lima. Clear to land. Delta in der November, Papa Lima. Clear to land. So, sinken und möglichst sanft landen. Ja gut, das... Das gehört zu der Spezialität. 100 above. Minimum. So, gleich haben Sie es geschafft. Benutzen Sie WM zu sinken. Versuchen Sie möglichst sanft auf den Boden zu gelangen und reißen Sie nicht an der Steuerung herum. Würde ich nie tun. Continue. Sie sind auf dem Boden, setzen Sie den Schub mit 1 auf 0. So, Sie müssen so schnell wie möglich stehen, treten Sie auf die Bremse und benutzen Sie B. Mhm. So, Aufsetzposition grün, okay. An Aufsetzgeschwindigkeit, ja, okay. Passt, Bilder. Delta in der November, Papa Lima. Contact Ground on 1-1, Decimal 7. Delta in der November, Papa Lima. Ground 1-1, Decimal 7. Ground, hello. Delta in der November, Papa Lima. Delta in der November, Papa Lima. Follow the greens to parking. Delta in der November, Papa Lima. Follow the greens to parking. Hervorragend, sind die vier Landungen vollständig gemeistert. Bravo, jetzt müssen Sie noch zu Ihrer Parkposition fahren, dann sieht sich noch, was sich zu beginnen. Ja. Da erinnere ich mich noch dran. Okay, also war ja gar nicht mal so schlecht, ne? Also, ja doch, ist, naja. Kriegt mal hin. Ich hab zwar keine Ahnung, warum wir dann irgendwie so übersprungen worden sind, ne? Das weiß ich nicht, aber wird schon irgendwie so seine... Also entweder war es vorgegeben oder ich hab's aus Versehen übersprungen. Eins von beiden. Hätte ich jetzt da rausgemusst oder? Es sind überall Punkte. Ich gehe mal hier davon aus. Dass wir. Da vorne? Passieren Sie alle Wegpunkte und fahren Sie zur Parkposition. Und steuern Sie mit Q und E nach links und rechts.
So, das ist zum Beispiel ein Wegpunkt. Ach ja, hier drei Wegpunkte. Gut. So, nehmen wir den Punkt mit. Und dann nehmen wir den mit. Und dann gehen wir hier rum. Dann den da. Blub. Und blub. Und wow. Ernsthaft? Wow. Okay, gut, cool. Kann man machen, kann man machen. Gehen wir halt nochmal Vollgas. Fahren wir halt nochmal von komplett, ne, nach, ne, ja, von mir aus. Mich soll's nicht stören. Wir waren jetzt immer auch 30 Minuten, ja, gut. Für ein Tutorial. Ich schaue das durchaus hin. Aber was sagt ihr bis dato eigentlich dazu? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare oder klickt oben auf das i. Das ist interessant. Also ich meine wirklich so für Anfänger, wirklich, denke ich mal, wird ganz cool werden. Je nachdem, bin gespannt, was für eine DLC-Politik da gefahren wird. Aber so bis dato ganz in Ordnung. Ja, man muss natürlich irgendwas mit Flugzeugen, ne, muss man natürlich schon irgendwie einen gewissen, wie soll man sagen, gewisses Interesse haben, ne, logischerweise. Ich habe also Interesse, ha, Ahnung gleich null, ne, wie bei Führerleiting, aber das, so kennt ihr mich ja, ne, aber ich meine, so jetzt von der Steuerung her, ist ja wirklich gut, es ist jetzt Tutorial, aber so von der Steuerung her ist ja wirklich bis auf Lenken, Gas geben, Fahrwerk raus, Autopilot anmachen, ist es ja nicht viel. Ne, im Vergleich zum Flight Simulator ist es natürlich jetzt hier, ich weiß nicht, ob es dann gleich beim Airbus noch einen Unterschied gibt, aber so ist es ja im Vergleich zu dem Flight Simulator mit, drückst du mal da drauf und drückst du mal hier drauf und da musst du da noch drauf drücken und dann ja da drauf drücken und das und jenes, na, ist das hier natürlich schon, also keine Ahnung, natürlich ist kleiner einmal eins, so auf Deutsch übersetzt, ja, also komplett, komplett vereinfacht, wirklich rein auf die Basics der Steuerung und der wichtigsten Elemente zurückzuführen. Zumal der Funkverkehr ja auch automatisch läuft. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das beim Flight Simulator ob das beim Kurs verlassen, versuchen Sie es erneut. Ernsthaft? Ja, wow. Ne, das müssen wir natürlich nicht machen. Wir hätten dann einfach gelandet und wären fertig geworden. Gut, deswegen gehe ich jetzt hier raus. Ich denke, das ist so gewollt. Wir schauen uns einfach beim nächsten Mal dann einen richtigen Flug an mit den Airbus 320, genau. Und ihr lasst mir eure Meinung da, Däumchen da lassen nicht vergessen. Und tschüss, bis dann, haut rein, Metal, End Out.